Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es gibt manchmal so Dinge, die möchte man machen und dann hat man immer so Probleme, diese Dinge zu machen. Muss man eine Zange holen, weil die Teile sind schwer. Schwer. Ich liebe es. Ich finde das immer toll, wenn einige sagen, na, war schwer. Nee, Digga, war heiß. Naja. Ich weiß nicht, wie schwer die Teile sind, deshalb. Und zwar sehen die wie folgt aus. Können wir da drin stehen? So. Ne? So. Wozu mache ich den Murks hier? Ne? Ich habe die Schraube da an die Unterlegscheibe rangeferkelt, weil. Übrigens nicht durchgebrannt. Ne? Tun sich manche schwer mit, weil die Scheibe nimmt wenig Wärme auf. Der Kopf schon ein bisschen, aber dann hast du da natürlich das Problem, zumindest bei der ersten Heftung oder bei der ersten Schweißung, dass das dann noch einigermaßen klappt. Und bei weiteren Schweißungen wird es dann immer problematischer, weil die Scheibe kriegt dann die Wärme nicht mehr weg. Die Schraube ist dann auch schon schön heiß und dann brennst du unten durch. Sieht total kacke aus. Und vor allen Dingen stört vielleicht auch den einen oder anderen, je nachdem, wofür ihr das braucht. Ich brauche das hierfür. Die sollen unten rein, die werden eingemauert. Unten in den Boden, in die Fliese und dann in den Estrich. Und da kommt die dann rein. Und damit das eine unsichtbare Verbindung im Boden wird, weil wir die da einkleben mit Verbundankermörtel oder Chemiedübel oder wie auch immer man die nennen will, ja, muss da Gewinde dran und fertig. So. Nichtsdestotrotz will man, dass er das so einigermaßen schicke aussieht, so wie hier jetzt. Und zwar macht man sich das ganz einfach. Wenn ihr ein Stück Kupfer habt oder ihr habt ein Stück Aluminium, einmal ein Loch reinbuddeln und dann die heiße Kacke weglegen. So, die sehen dann ja so ungeschweißt aus. Chakalaka. So. Das ist jetzt ein recht dünnes Rohr. Das reicht aber schon. Damit Aluminium hat ja eine unwahrscheinlich krasse, einen unwahrscheinlich krassen Wärmeausdehnungskoeffizienten. Oder Wärmeleitkoeffizienten, der extrem schnell die Wärme abführen kann und im Material verteilt. Bei Kupfer ist das noch besser. Nur Kupfer hat ein bisschen mehr Probleme, die Wärme auch wieder abzugeben. Deswegen ist das immer so eine Sache, auch bei CPU-Kühlern zum Beispiel. Das ist immer so ein Kupferkühler, richtig gut. Also erstmal, dass die Dinge so otzeschwer sind. Hat Kupfer manchmal auch so ein bisschen das Problem, auch die Wärme wieder loszulassen. Ne? Wenn es einmal sagt, sagt so, oh, ich mag das so. Und Aluminium tut sich da nicht ganz so schwer. Ist aber egal. Das soll jetzt nicht das Thema sein. Thema ist, wie gesagt, hier, dass man das hier schön schweißen kann. Und die Wärme geht halt hier ins Material. Ihr könnt auch einen Aluklotz nehmen, funktioniert noch besser. Weil hier merke ich das also dann doch am Ende, wenn ich das fertig habe, dann ist da doch schon sehr viel Wärme in der Scheibe drin. Das sieht man dann auch an der Farbe der Schweißnaht. Wenn ich jetzt dickeres Aluminium genommen hätte, also ich hätte welches da, ich habe mir jetzt einfach irgendein Restrohr aus dem Schrott gegriffen, dann wären die Nähte auch alle weiß. Also wirklich weiß, würde sich nicht verfärben. Aber dann ist das also. Ne? Da muss man jetzt auch mit leben. Ne? So, könnt ihr mir noch ein bisschen beim Schweißen zuschauen? Ich mache jetzt mal eben mein Dings da fertig und dann. Ja. Machen wir das mal. Ne? Ja. Hallo. Ich wollte eigentlich eine Timelapse machen, aber jetzt mache ich das doch so. Weil ich bin da so kurze Nähte, da brauche ich keinen Timelapse machen. Dann geht dann. Da habt ihr dann nur wieder dieses Geräusch. Weil das viel zu kurz ist für irgendwelche Musik, die man dann einblenden kann. Deswegen mache ich das jetzt so. So, ich schweiße das immer an drei Seiten. Das könnt ihr euch übrigens auch mal angewöhnen. Man hat ja immer das Problem, einen sauberen Abschluss zu schaffen. Und ich mache das meistens immer so, dass ich dann zum Hefter hinschweiße, weil da hat man immer so viel Wärme. Das ist wie das, wo ich euch mal gesagt habe. Schweißt immer Richtung Hefter oder zur Ecke hin, dass ihr die Ecke vorher geheftet habt. Weil nachher habt ihr da so viel Wärme, dass das Material gar nicht mehr weiß, wohin damit. Ach ja, 100 Ampere im Speedpuls mit 150 Hertz.
Schild ist. Ihr könnt das dann gleich unten dran drehen, da verbrennt ihr euch nicht die Finger. Das ist übrigens der große Vorteil für ein Rohr. Wenn ihr einen Klotz verwendet, habt ihr diese Möglichkeit natürlich nicht. Auch immer wieder warten, lasst den so lange da drauf, bis wirklich am besten nichts mehr glüht. Ihr müsst auch da die Nachlaufzeit dementsprechend einstellen. Ihr seid mit, je nachdem, also mein Gerät stellt das je nach den Parametern, mit denen ich schweiße, automatisch ein. Es gibt tolle Funktionen. Normalerweise, wenn ihr da das merkt, dass es da noch glüht und vorher schon das Gas aufwirkt, müsst ihr es hochstellen. Also da müsst ihr immer darauf achten, dass ihr möglichst so lange Gas nachströmt, bis es zumindest aufgehört hat zu glühen. Das ist so eine Empfehlung meinerseits. Ich weiß, das finden einige Chefs nicht so toll, aber bei Edelstahl kann man da wirklich darauf achten, dass wirklich alles einigermaßen abgekühlt ist, damit man, ich sag mal, so relativ hübsche Regenbogenfarben hat und die Naht nicht schwarz oder dann noch dunkel wird. Das wäre schade. Guter Richtwert, finde ich immer, sind so um die 5 bis 6 Sekunden. Wenn man aber deutlich über 100 Ampere geht, musst du halt also hoch mit der Gasnachlauf. Das ist scheiße. Gasvorlauf gibt es auch. Würden sich vielleicht auch einige fragen, wie ich das denn? Gasvorlauf ist gar nicht so doof. Also Gasvorlauf macht sowieso, generell würde ich, wenn ich das Gerät jetzt stand über Nacht, ihr wollt jetzt anfangen zu schweißen, macht das immer Sinn, einmal bevor man schweißt, spülen. Der läuft jetzt 6 Sekunden, aber eigentlich würde ich so sagen, mindestens 10 Sekunden spülen, je nach Länge des Schlauchpaketes. Weil das Gas verflüchtigt sich über Nacht halt auch. Und zumal Argon ja sowieso recht flüchtig ist. Und da ist es halt so, dass also ich mindestens 10 Sekunden würde ich spülen. Bei einem 8 Meter Schlauchpaket. Wenn ihr ein kürzeres habt, beim Stahlwerk ist glaube ich immer ein 3 oder 4 Meter dabei. Da, ich sag mal, da seid ihr mit 6, 7 Sekunden mit Sicherheit auch dabei. Aber ich habe es bei mir, ich mache das immer so, ich spüle es einmal vor. Dann weiß ich zumindest, dass ich dann, wenn ich dann länger nicht geschweißt habe, dass dann wirklich auch nur die Scheiße, nur Argon im Schlauchpaket ist. Vielleicht ist das dem einen oder anderen aufgefallen, ihr fangt, weiß ich, morgens die erste Naht und erstmal ist das am Spritzen, bevor ihr, ja, das ist dann meistens, Digga, ist kein Schutzgas da mehr im Schlauchpaket, der schiebt da ja erstmal Luft oder zumindest stark verdünntes Argon durch, das was da ja so ausdiffundiert ist und das, ja, ist ja irgendwo auch nur logisch. Ja, weil das Schutzgas ist ja raus. Ja, das muss ja erstmal wieder das Schlauchpaket voll gemacht werden mit Argon. Und da macht das schon Sinn. Während des Schweißens würde ich, um eine ausreichende Abdeckung des Werkstückes, je nachdem auch wieder, wo ihr schweißt, ich habe bei mir, warte, jetzt muss ich mal glatt selber nachgucken. Ich drehe mal eben und nehme euch mal mit. Geilerweise das Display ausgegangen. So, 0,3. Eigentlich wollte ich 0,5 machen. Das spült er immer vor. So, ich lasse mal 0,3, aber ich kack das mal an, wenn dann gleich was kommt. So. Und ja, ich lasse das immer 0,3 vorlaufen. Und dann eventuellerweise, was hier vorne aus dem Diffusor raus ist, damit das dann die Chance hat, nochmal dann nachzuströmen und dann, dass ich eine saubere Abdeckung habe. Ja? In den meisten Fällen hält das, wenn ihr natürlich mit einer längeren Elektrode vorne schweißt oder ihr habt jetzt ein bisschen tief rein irgendwo, dann reichen die 0,3 nicht, weil ihr könnt ja dann den Bereich nicht mit Gas fluten, der da vorne dran ist. Ne? Je nachdem, wie lange der Brenner lag, das ist auch wieder die nächste Sache. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ihr geht in eine Mittagspause und fangt dann aber erst anderthalb Stunden Nachmittagspause wieder an zu schweißen, dann kann das gut sein, dass die 0,3 Sekunden gar nicht reichen. Heißt dann wieder vorher einmal
push the button, lass einmal die Nachlaufzeit durchlaufen, die ihr eingestellt habt, weiß ich, 6-7 Sekunden, und dann ist das Thema auch durch. Ja, weil sonst verkackt ihr euch gleich wieder den nächsten Hefter oder da, wo ihr anfangt zu schweißen. Ja, alles, ja, sind so Sachen, wo man dann drüber nachdenken muss, weil das Gas läuft ja raus aus dem Gerät, weißt du, aus dem Brenner. Ja, zumindest hier vorne im vorderen Bereich. Und damit du das kompensierst, musst du halt eine Vorlaufzeit haben. Ja, damit das Ding da vorne erst angeht, der Lichtbogen kommt, wenn auch wirklich Argon vorne rauskommt und nicht irgendwie so ein Gemisch. Also. Dann die nächste Sache, ich schweiße das alles mit 1,6er Draht, weil ich damit das meiste abdecke. Wenn ich sowas mache, würde ich eigentlich lieber einen 1,2er oder einen 1 mm nehmen. Aufgrund dessen, dass ich das aufgrund der Kosteneffizienz nicht mache. Dass ich mir verschiedene gleiche Drahtsorten hinlege. Das würde ich höchstens machen, wenn ich dann wirklich so feine Sachen schweißen muss. Dann würde ich das machen, aber nicht, wenn ich jetzt ab und zu mal nur sowas mache. Dafür macht das einfach keinen Sinn, da für 50, 60 Euro mir hier ein ganzes Drahtpaket mit 1 mm Chromnickeldraht zu legen. Nachgelaufen. Den nehme ich auch immer, falls ihr euch fragt, was für ein Draht nimmt die Firma Metallwerk, immer 4430. Weil da decke ich das meiste mit ab. Bin auf jeden Fall in den meisten Fällen besser wie das, was ich schweiße, und ich kann auch mal etwas höherligierte Sachen schweißen. Ja? Nur die super warmfesten Geschichten, sowas wie Iconel oder sowas, da muss ich dann nochmal mir einen extra Draht holen. Den würde ich mir aber echt abgezählt nur für den Auftrag holen, weil der Draht ist schweineteuer, genauso wie Iconel einfach sagenhaft teuer ist. Ja, da kostet ein halber Meter, kostet irgendwie 500 Euro. Das ist also sowas, das ist ja hochwarmfester Edelstahl. Boah, ich habe das Zeug mal verarbeitet, da hat man mir mit auf den Weg gegeben, Feldermann, wenn ihr jetzt Scheiße baust, dann sind wir arm. Ja, warum denn? Ja, dann haben die mir das erzählt, ein halber Meter um die 500, 600 Euro. Ultra krass hart die Scheiße, damit die halt, wenn die auf Betriebstemperatur ist, nah an 1000 Grad, halt dann noch ihre Festigkeit haben. Ne? Und dann wird das Zeug auch erst weich. Das ist also echt Wahnsinnszeug. Ich hab, also wenn du das mit einer Flex schneidest, dann denkst du, du schneidest, ey, keine Ahnung, gegen eine Wand. Das ist krass, also wirklich heftiges Zeug. Und lässt sich richtig asozial schweißen, kann ich auch sagen. Iconel lässt sich so kacke schweißen. Hältst einen Brenner drauf und hörst du, wie das Rohr nur lacht. Ja, passiert nichts. So warmfest, das ist richtig krass. Also es gibt nur eine Sache, die noch krasser ist wie Iconel, was die Wärmeresistenz angeht, das ist Kupfer. Kupfer ist eigentlich gar nicht so wärmeresistent, aber das Problem ist, dass Kupfer einfach so krass die Wärme wegführt. Da ist auch ein Brenner drauf und ist auch nur wie das Kupfer mal lacht. Hey, ja, was geht's denn nicht? Für die Windkraftenergie habe ich mal Potenzialausgleiche geschweißt, die praktisch von der Oberseite, wo ja mehr Wind drüber geht, als auf der Unterseite. Da baut sich halt so eine Art Potenzial auf, so eine Art, das lädt sich praktisch statisch auf, um diese Potenziale halt auszugleichen, aufgrund der unterschiedlichen Reibungen, Vorder- und Rückseite, macht man da solche Spangen drauf, ja, dass sich die Potenziale immer ausgleichen können. So. Und die sind aus Kupfer und da kommt auch richtig was zusammen, wenn die Dinger richtig schnell drehen. Und ja, und wenn man die dann schweißt, dann muss man schon wissen, wie und was. Also ich bin da, wie gesagt, ich habe die Firma verlassen. Kurze Story noch dazu. Ich habe die Firma verlassen, dann hat jemand anders die geschweißt
Und die sind alle aus der Türkei zurückgekommen, weil die alle gebrochen sind, alle kaputt gegangen haben, weil sie das nicht richtig geschweißt haben, weil sie damit zu schnell einfach nur irgendwie ein bisschen Schweißgut draufgeklebt haben. Dann muss das ja nochmal schön geschliffen werden. Ja, und dann war so gut wie, weiß ich, 0,2 mm, war dann noch da und dann sind die alle auseinandergebrochen. Und die Türken alles zurückgeliefert, ist nie wieder bei denen bestellt worden. War das Thema durch. Und das nur, weil Feldermann die Firma verlassen hat, weil man mich nicht... Ja, da habe ich einen Bandscheibenvorfall gehabt, ja, war längere Zeit ausgefallen, da war der Chef angepisst, weil ich nicht für seine Aufträge da war. Was soll ich machen? Musste mich erstmal kurieren, weil hinten die LWS 5, ich konnte nicht mehr auf dem Pott sitzen und scheißen, nicht mal das ging, weil das solche Schmerzen waren. Aber mich richtig mit Morphin und alles weggeschossen. Habe ich auch jetzt noch mit Problemen richtig doll. Wird jetzt noch, also was Schmerztabletten angeht, medikamentös eingestellt, weil das einfach, ja, das hat richtig... richtig krassen Impact in meinem Leben gehabt, dieser Bandscheibenvorfall. Und da hat der Chef war angepisst und hat mich dann, ich glaube, 2 Tage wieder in der Firma, da habe ich ja gesagt, ja, wir müssen uns leider von Ihnen trennen. Ihr seid so lieb zu mir. Das ist wirklich. Ihr seht gar nicht, was ich alles mache. Jetzt war ich mal ein paar Monate weg, weil wegen der Scheiße, ja. Ja, haben sie die Quittung gleich gekriegt, haben sie gleich mehrere Aufträge verloren, weil ich die nicht mehr schweige. Mit Spaß, weil wir die da unten in die Rohre reinhängen. Die brauche ich alle nicht mehr. Kriege ich auch wieder so eine Sache. Wir müssen gleich mal gucken gehen, glaube ich. Die, um die zu verschweißen, habe ich übrigens, damit die sauber am Kopf anliegen, habe ich hier mal die Muttern drauf gedreht. Ne? Drehen. Klingt so, als wenn fetter Material liefert. So, habe ich die so dagegen gedreht, damit die sauber am Kopf anliegen, eben geheftet. Und dann zack, fertig. Ne? Falls ihr auch mal dann so, dann fummelt ihr da rum und dann geht das nicht. Und so. Weißt du so Bescheid. So, ich guck mal, in der Rödel. So. Ich habe da jetzt mal die Rohre alle abgesägt. Da ist vielleicht für euch auch mal ein Tipp, wenn ihr dann irgendwie was schweißen müsst und ihr müsst das auf einer gewissen Höhe haben, dann ist das überhaupt kein Problem. Könnt ihr euch einen Schraubstock fertig machen, auflagern, damit ihr nach unten hindurchkommt und dann könnt ihr euch das so einrichten, dass es dann so wie hier zu sehen ist. Ne? So habe ich jetzt die perfekte Arbeitshöhe, kann das dann da so einheften. Ne? So. Das ist ja im Bodenbereich, das heißt, das kommt da gar nicht so groß drauf an. Das sind eigentlich meine Handschuhe. Da. Dann kommt das da nicht ganz so drauf an, dass das da jetzt mittig drauf ist. Weil das siehst du nachher sowieso nicht. Ne? Muss dann nirgendwo Perfektion vorherrschen, wo sie absolut nicht vonnöten ist. Das kostet dann auch nur Zeit und bringt einem auch nicht weiter. So. Das heißt, wir können ihn jetzt so einseitig anhalten. Und heften. Das wird aber nicht gehen. Ich werde mir jetzt so richtig einen durch den Finger ziehen, weil ich nämlich keinen Strom auf den Bock habe.
Das hätte ich auch übel nach hinten losgehen können. So. Wobei ich lieber an eine Stelle, wo ich nicht so was runterstoßen kann. So, jetzt aber. Masse nicht vergessen, ne? So, jetzt können wir das heften. Zack. Beim Heften, bei solchen Sachen kommt das auch wieder zugute, wenn ihr das mit Puls, mit Speedpuls macht, sofern ihr es könnt. Weil dadurch hast du halt sofort eine Verbindung, weil das ein gleichmäßiger Lichtbogen ist. Der wandert nicht hin und her, sondern der geht straight, genau in die Mitte. Und da schmilzt das auch beides gleich dann auf. Und die anderen Seite mit Draht heften. Wo da ein bisschen Luft ist oder so, nicht weiter schlimm. Ist ja mal weniger ein Problem mit Luft zu heften. Habe ich früher immer gedacht, aber ist tatsächlich nicht so. So. Jetzt schweißen wir das mal in. Da seht ihr auch jetzt den Vorteil, den du hast, wenn du absenken kannst, ohne dass das Gerät ausgeht. Das würde ja theoretisch bei Stahlwerk dem S4 entsprechen. Das Problem ist, beim S4 könnt ihr nicht aufhören zu schweißen. Man müsste den Brenner wegreißen. Ne? Also auch wieder so eine Sache, wo ich... Also ich hatte mit denen auch von Stahlwerk gesprochen. Den S4-Modus wollen sie tatsächlich auch abschaffen. Weil er selber sagt da, dass das totaler Mumpels ist. Und jetzt im Nachgang haben die, sagen sie selber, das hätten sie besser weglassen. Reicht auch so vollkommen aus. Das ist dann so an vier Stellen geheftet ist, da gibt es dann weniger ein Problem. Bin jetzt hier an der Seite, habe ich ein bisschen übergeschweißt, das macht aber nichts. Das kann ich dann nachher mit dem Rohrschleifer einfach mal eben wegmachen. Verschwundibus! So, dann können wir jetzt alle so nach und nach durchheften.